بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أسمى يمشيسم الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir müssen uns vorstellen, wir leben alle auf einem Zug. Wir sind alle auf einem Zug. Ja. Und dieser Zug, der heißt Leben. Und jeder einzelne von uns, der heute hier ist oder auch nicht hier ist, der wird irgendwann an seine vorübergehende Endstation kommen. Das heißt, er sitzt in diesem Zug namens Leben und er sieht seine Endstation. Namens Krebs, namens Mord, namens Herzinfarkt, namens Schlaganfall, Autounfall etc. Aber Fakt ist, jede Seele wird sterben. Und das ist auch das, was Allah uns im Koran immer wieder vermittelt. Allah sagt zum Beispiel Sure 3, Vers 185, Kullu nafsin dha'ikatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Jede Seele wird den Tod kosten. Und er sagt, in Sure 55 sagt er, Kullu man alayha fan. Jeder, der auf der Erde ist, wird vergehen. Und er sagt in Sure 56, sagt er, Vers 60, Nahnu kadarna bainakum al-maut. Wir haben den Tod für euch bestimmt. Und in Sure al-Jum'ah sagt er, sprich, Kul innal maut alladhi tafiruna minhu, فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ لَعَالِمِ الْغَيْبِ وَشَهَادَةٍ. Das heißt, sprich, der Tod, vor dem ihr flieht, der wird euch wahrlich treffen. Und dann werdet ihr zurückgebracht werden zu dem, der das Verborgene und das Offensichtliche kennt. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Und er wird euch verkünden, was ihr zu tun pflegt. Aber ich denke, das gehört zu der größten, das ist vielleicht die größte Gewissheit aller Gewissheiten, dass man sterben wird. Aber trotzdem erinnert uns Allah, warum? Weil viele Menschen wahrlich so leben, als wenn sie vor dem Tod flüchten können. Sprich, der Tod, vor dem ihr flieht, er wird euch wahrlich treffen. Sie leben, als wenn sie vor dem Tod fliehen können und sie gedenken diesem Tod nicht. Sie gedenken diesem Tod nicht. Und der Prophet, Frieden und Segen mit ihm, sagt, Aktil dhikri hadhi miladhat. Vermehrt das Gedenken des Genusszerstörers, Al-Maut, dem Tod. Warum sollen wir uns dessen gedenken? Warum sollen wir an den Tod denken? Warum sollen wir dessen gedenken? Hujibatil jannatu bil makari. Das Paradies ist umgeben von den Dingen, die uns als verabscheuenswert erscheinen. Und das Höllenfeuer ist umgeben von den Gelüsten. Damit wir Zuflucht suchen bei Allah vor dieser Hölle, vor diesem Geschöpf, was Allahs Vater erschaffen hat. Liebe Geschwister, wo es weder Leben noch Sterben gibt. Weder Leben noch Sterben. Das geht über unsere Vorstellungskraft. Über unsere Vorstellungskraft. Aber ich will immer noch weiter. Der Zug des Lebens. Und der wird enden mit dem Tod. Und der Tod bedeutet da die Ewigkeit danach. Das heißt, du wirst nicht nochmal die Chance haben, zurückzukommen. Und die Relation vom diesseitigen Leben, von diesen 50 Minuten zu deinem restlichen Leben, die ist wesentlich größer als dein Leben im Vergleich zum Tod. Nochmal. Die Relation von 50 Minuten Zugfahrt von Dietzenbach nach Wiesbaden beispielsweise, diese 50 Minuten, sind in Relation zu deinem restlichen Leben wesentlich größer als die Relation vom Diesseits zum Jenseits. Warum? Weil das Jenseits ewig ist. Und der Prophet a.s.w. gesagt hat, dass der Vergleich vom Diesseits zum Jenseits so ist, als wenn jemand seinen Finger in den Ozean steckt
Und dann holt er diesen Finger raus. Das, was du am Finger hast von dem Wasser, ist das Diesseits und der Rest ist das Jenseits. Das heißt, das Diesseits ist im Gegensatz zum Jenseits gar nichts. Aber wie leben wir? Wir leben so, als wenn wir vor dem Tod fliehen können. Und jetzt gibt es einen Tipp. Jemand hat zu dir gesagt, du sollst den anderen Zug nehmen, den Zug zum Jannah, zum Paradies. Und dieser Zug ist, was ist mit dem Jannah, mit dem Paradies? Hujibatil Jannah tu bil makari. Das Jannah ist umgeben von Dingen, die einem verabscheuenswürdig erscheinen. Aber am Ende führt es zu der schönsten Welt überhaupt. Der Prophet, Frieden und Segen, auch mit ihm sagt, dass Allah sagt über das Paradies, Inni adattu li ibadi salihina, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khata ala kalbi bashar. Ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was noch nicht mal im Herzen eines Menschen vorstellbar war. Das ist das Paradies. Heute ist der Tag, um dein Leben zu verändern. Denn glaub mir, wenn du realisierst, wenn du verinnerlichst, dass dein Leben im Diesseits nichts ist, im Gegensatz zum Jenseits, dann wirst du dein Leben ändern. Und glaubt es mir, das wird dich dazu führen, dass du mehr gute Taten machst, weil du weißt, dass diese Taten für dich gut sind im Jenseits. Und es wird dir leichter fallen, von schlechten Taten Abstand zu nehmen. Das beste Beispiel ist dieses Wochenende passiert. Vor 7 Jahren hättest du gefragt nach dieser Sängerin. Da hätten dir viele Jugendliche gesagt, boah, so will ich auch mal werden. So will ich auch mal sein. Aber einige Jahre später, Amy Winehouse, an Drogen gestorben und krepiert. Ist das der Weg, den du gehen willst? Und hättest du gefragt, hey, wir wollen Party haben, wir wollen Spaß haben, wir wollen alles Mögliche haben, wir wollen dieses, jenes, und du siehst, wo es hinführt. Und nicht nur bei ihr. Schau dir die Beispiele an. Der Islam ist keine abstrakte Religion. Der Islam ist etwas Greifbares. Wir sehen es um uns herum. Wie viele Menschen habe ich gesehen, mit denen ich früher rumgehangen bin, mit denen ich um die Häuser gezogen bin, wo sie heute geendet sind, wo heute ihr Ende ist. Deswegen gib dem Satan nicht den kleinen Finger, denn er wird nicht nur dein Jenseits zerstören, sondern auch dein Leben. Wie Allah? Dann müssen wir heute anfangen. Wenn wir Allah lieben, müssen wir heute anfangen und uns heute verbessern. Heute ist der Tag gekommen für die Veränderung. Wenn du weißt, dass dein Leben kurz ist, dann wirst du schneller zurückkehren. Dann wirst du nicht warten bis 65. Dann wirst du wissen, dass dein Tod heute kommen kann. Welche Garantie hast du, dass du nicht heute hier mit dem Auto fährst und an der nächsten grünen Ampel fährt ein Lastwagen von rechts bei Rot über seine Ampel und vernichtet dich? Welche Garantie hast du? Du hast gar keine Garantie. Warum begehen so viele Leute Verbrechen? Warum will der unbedingt irgendwo einbrechen oder die Bank überfallen? Der will viel haben, weil er nicht realisiert hat, weil er nicht verinnerlicht hat, dass das Leben nur kurz ist. Was macht er? Aber du weißt, es gibt ein Jenseits. Warum entstehen Kriege? Die meisten Kriege sind nicht wegen Religionen entstanden. Es ging um Territorien, Rohstoffe etc. Lebensräume. Menschen wurden abgeschlachtet. Warum? Weil er will mehr. Jetzt der Muslim, Alhamdulillah, wenn du es richtig verstanden hast. Ach, du lebst vielleicht wie der ärmste Schlucker. Aber du hast eine Hoffnung. Geschwister, diese Botschaft ist gekommen, getragen worden von Helden und Heldinnen, von wahren Männern und wahren Frauen. Und wir wollen nicht zu denjenigen gehören, die diese Botschaft geerbt haben und nicht weitertragen können, weil wir Feiglinge sind und uns nicht trauen, für Allah, einen wahren Mann, zu stehen und die Religion in Schutz zu nehmen.
So wie es unsere Vorfahren gemacht haben. Was haben wir Angst zu verlieren? Das ist ein vergängliches Leben. Allah Azza wa Jal ermahnt uns im Koran und sagt, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Das Jenseits ist besser und beständiger. Das Jenseits ist besser und beständiger. Dieses Leben ist kurz. Ein kurzer Augenblick ist das. Gibt es jemanden, der Islam annehmen will vielleicht? Vielleicht auf den Bäumen? Keiner hier, der Islam annehmen will? Doch? Allahu Akbar! Alhamdulillah, super. Sonst noch jemand? Gibt es noch Zugabe? Ja? Komm nach vorne, komm nach vorne. Alhamdulillah. Takbir! Alhamdulillah, super. Gut, Alhamdulillah, du hast dich mit Islam beschäftigt, ja? Alhamdulillah, und also bist überzeugt, dass das der wahre Weg ist. Wenn du Islam annimmst, dann werden erstmal alle Sünden vergeben. Auch gut, ne? Komm am besten ein Stück vor, wegen diesem Links. Ja, Alhamdulillah, fließt schon die Tränen. Soll ich das dir vorsagen, die Shahada? Bist du entschlossen? Alhamdulillah. Ich sag's dir vor und du sagst mir nach, okay? Ich sag vor, ja? Eshedu. Guck mal, wenn du irgendwelche Fragen hast oder so, kannst du uns gerne im Internet kontaktieren. Wer ist mit der Schwester gekommen? Okay, sehr gut. Dass ihr euch um die Schwester auch kümmert, ja? Dass ihr ihr beibringt, wie man betet, etc., wie man fastet, wie man das, die Gebetswaschung macht. Und so, das ist eure Aufgabe, das ist ganz wichtig. Und möge Allah die neue Schwester festigen. Und möge er sie als Muslimin sterben lassen. Und möge er sie ins Paradies führen. Und dann haben wir da das ein Mensch, der heute den richtigen Zug genommen hat. Alhamdulillah. Und wir hoffen, dass noch Leute folgen. Und es sind vielleicht auch einige Muslime hier, die auch heute den Zug, den richtigen Zug nehmen sollen. Den Zug des Gehorsams. Den Zug, dass man den Geboten, die Allah uns offenbart hat, gehorcht. Oh, peace.